Hi, heute geht's bei kugelbahn.de über weite Täler und tiefe Schluchten mit den Gravitrax Brücken. Ja, man sieht schon an der Größe des Pakets, das ist ein etwas umfangreicheres Erweiterungsset als die normalen Actionsteine, wie sie so schön heißen, wie die Kaskade oder der Hammerschlag. Hier sind deutlich mehr Teile drin und was genau da so drin ist, das schauen wir uns jetzt an. So, auf wie geht's. Wie gehabt die Folie ab. Und hinfort damit. Und auf geht der Karton und man hier ist zuallererst die Bedienungsanleitung drin, logisch, wo auch wieder ein paar Aufbauvorschläge bei sind. So, dann ist hier wieder mal, wie so oft, ein Tütchen mit Schienen drin, eine 3er, 2 2er und 3 1er Schienen werden das sein. So, hier gibt es ein paar grüne Teile. Hier sind die Brückenteile drin, die sich laut ersten Informationen, die ich da habe, selber ausfahren können. Die werden dann auch zusammengeklippt. Das kann ja eigentlich auch keine Raketenwissenschaft sein, als ob man das jetzt sieht. Und das wird dann so zusammengedrückt irgendwie. Aber das wird ja gleich noch genauer erklärt in der Anleitung. Dann sind hier so Basissteine drin. Halt, hier ist jetzt glaube ich ein Fehler unterlaufen, weil hier müssen eigentlich noch andere Schienen bei sein. Die sind aber in diesem Schienentütchen nicht drin. Die sehe ich aber auch jetzt gerade nirgends. Ach, die liegen hier außerhalb meines Sichtfeldes. Die habe ich nicht gesehen. Und zwar sind das so, glaube ich, einzeln zeigen. Hier ist eine, die sind natürlich transparent, das kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber transparente Schienen, die hier am Ende jeweils eingehakt werden können. Und hier drauf auf diesem schmalen Steg läuft die Kugel. Das ist also eine ganz dünne Schiene, davon gibt es zwei Stück. Und dann sind hier breitere Schienen noch drinne, sieht man eigentlich ganz gut im Vergleich mit einer normalen Schiene, dass die Kugel da tiefer drinne läuft und wahrscheinlich läuft die durch die andere Reiboberfläche, die sie dann hat, wahrscheinlich langsamer durch die Schienen, während sie hier wahrscheinlich schneller durchläuft. Aber das gucken wir uns ja auch an. So, das sind also diese Spezialschienen, nenne ich sie mal. Und dann haben wir jetzt hier, last but not least, das letzte Tütchen mit den Basissteinen, sage ich mal, für die Brückenteile. Diese grünen kleinen Dinger hier. Und davon gibt es 3 Stück. Und in jedem Basisstein sind auch 2 Versenkungen drin, wo die Kugeln rein können. Diese bilden dann das Gegengewicht. Es sind also 3 mal 2, sind auch 6 Kugeln dabei. So, mit diesen grünen Steinen. Das Brückenteil sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stück bei und werden hier an das Teil dran, das wäre quatschig so rum, und das wird da so drauf gedrückt. Das ist noch nicht ganz ersichtlich wie. Ich versuche das hinzukriegen, aber in erschwerter Position, die ich hier habe. So, jetzt hat es geklappt und es ist etwas frickelig, aber soll natürlich auch halten. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen komplexer aufgebaut. Und jetzt kriege ich aber auch, Übung macht den Meister, wie man sieht, die anderen Teile da dran geklippt. Okay, so. Und dann bleiben die auch so. Und wenn die Kugel drauf rollt, dann klappt sich die Brücke auf und die Kugel kann weiterrollen. Schauen wir uns aber auch jetzt gleich bei der aufgebauten Beispielbahn mal an. So, die Bahn ist aufgebaut. Ich hoffe, man kann alles einigermaßen erkennen. Es ist bei durchsichtigen Schienen
eben schwierig, einen nötigen Bildkontrast herzustellen. Hier ist der Startpunkt, die Kugel rollt los durch die Kurve und gelangt dann als erstes auf die lange, dünne Schiene, wo sie theoretisch an Geschwindigkeit gewinnen müsste, weil ja da auf der schmalen Schiene eigentlich deutlich weniger Reibungswiderstand ist. Dann geht es hier um die Kurve und auf die breitere Schiene drauf, wo die Kugel langsamer laufen müsste, weil ja mehr Widerstand da ist und sich die Kugel aufgrund der Breite wahrscheinlich eher um die eigene Achse dreht, als wirklich voranzukommen. Danach geht es hier auf die Brücke zu, die sich dann ausklappen müsste, und danach sollte die Kugel sicher im Zielpunkt landen. Und ob das auch so funktioniert, das probieren wir jetzt aus, und ich drücke einfach mal hier auf Start und los geht's. Ja, man sieht, die Kugel wird langsamer und die Brücke klappt aus und die Kugel liegt im Zielpunkt. Ging jetzt etwas zügig natürlich, darum machen wir das jetzt einfach nochmal und jupp. Und zack, jetzt wäre mal ein Versuch wert. Diese schmale Schiene, die hat ja Gefälle. Das würde ich jetzt mal rausnehmen weitgehend und hier einfach noch einen Höhenstein drunter setzen. Ich denn die Kurve hingelegt. Und dann mal schauen. Okay, das ist jetzt hier zu viel Unterschied. Da muss ich hier auch mal gerade noch einen runtersetzen. Klappt, passt zwar dann hier hinten nicht so ganz, aber das wird schon hinhauen, damit ich hier wieder die Schiene dazwischen kriege. Das ist schon knapp bebaut, also größer darf der Höhenunterschied auch nicht sein. Und jetzt habe ich hier diese lange, dünne Schiene fast waagerecht stehen und mal schauen, ob die Kugel trotzdem noch mehr Fahrt aufnehmen kann. Ja, das bremst zwar, aber es funktioniert auf jeden Fall. Achso, jetzt muss ich mal hier zusammenklappen, sonst. Ja, also man merkt am Ende der Schiene, dass die Kugel etwas langsamer wird, aber sie schafft die Strecke trotzdem noch. Nächster Versuch wäre jetzt zum Beispiel diese lange breitere Schiene an ihre quasi Grenze zu bringen. Ich setze hier jetzt nochmal zwei Höhensteine mit rein und so liefe dann diese Schiene auch gerade. Und jetzt schauen wir mal, das ist jetzt auch einigermaßen waagerecht. Vielleicht fehlt hier bei dem Brückenpfeiler ein halber Höhenstein, dass das. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Und die Kugel ist natürlich dann ganz langsam unterwegs. Und wird sie es schaffen, die Brücke auszulösen? Nein, sie schafft noch nicht mal die Stufe darüber zu erklimmen. Ich versuche das jetzt mal schneller zu machen. Dann geht's aber, der Schwung reicht trotzdem nicht, um die Brücke auszulösen. Ich tausche jetzt mal den einen aus gegen einen Höhenstein. Also ist halt alles live und gerade erst ausgepackt und ausprobiert. Ich experimentiere halt selber gerade noch ein bisschen rum. So, wir starten. Das funktioniert ja, das haben wir gesehen. Und jetzt dauert es natürlich ewig, bis sie da drüber kommt. Und auch der halbe Höhenstein reicht nicht, um den Brückeneffekt, nenne ich es mal, zu machen. Ich entferne jetzt nochmal einen weiteren Höhenstein. Und dann sind wir jetzt ungefähr auf demselben Level wie beim ersten Versuch. Was jetzt klappen müsste. Die Kugel wird schon langsam. Ja, so funktioniert es dann wieder. Okay, also so viel zum Thema Brückenerweiterung von Revitrex. Und jetzt gibt es noch ein paar Detailaufnahmen und das Fazit dazu. Starten wir unsere Beispielbahn mit den Ausklappbrücken, die optisch schon so einiges hermachen.
Zum Auslösen der Brücke benötigt die Kugel auf jeden Fall ausreichend Schwung, da es auch in den Brückensteinen noch ein kleines Stückchen bergauf geht, bevor die Kugel gegen die Brücke stürzt. Außerdem ist auf jeden Fall zwischen dem Start und Ziel ein Höhenstein erforderlich, da die Kugel ansonsten auf der Brücke liegen bleibt und die Bahn unterbrochen wird. Als nächstes folgt die lange dünne Schiene, auf der die Kugel auch bei fast waagerechter Bauweise keine Geschwindigkeit verliert. Nach dem Vulkan geht es auf die lange breite Schiene und man kann gut erkennen, dass die Kugeln hier deutlich an Geschwindigkeit verlieren, obwohl es ziemlich bergab geht. Nach dem Tipptube, der die drei Kugeln einsammelt und direkt wieder ausgibt, geht es über die Kaskade zu unserer zweiten auf dieser Bahn eingesetzten Brücke. Hier lässt sich nochmal schön beobachten, wie der Ausklappmechanismus funktioniert. Und zum Schluss nochmal ein Vergleich zwischen der langen breiten und der langen dünnen Schiene. Und hier lässt sich gut erkennen, wie hoch die unterschiedliche Geschwindigkeit der Kugeln auf den jeweiligen Schienen ist. Besonders die neuen breiten und schmalen Schienen ergeben neue Möglichkeiten beim Bahnbau. Auch deren Länge bricht mit 4 Feldern aus dem gewohnten heraus. Sehr cool sind dabei die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beider Schienen. Die Ausklappbrücken sehen natürlich toll aus, haben aber auch ihre Tücken. Die Kugel darf nicht zu langsam anrollen, sonst wird der Mechanismus nicht ausgelöst. Auch ist bei der Verwendung von 4 Brückenelementen mindestens ein Höhensteinunterschied erforderlich. Die Brückenelemente können, zumindest in der Theorie, zu beliebig langen Brücken zusammengesetzt werden. Also ein durchaus empfehlenswertes Ergänzungsset zu Gravitracks, auch wenn Ravensburger hier gerne noch ein paar Höhensteine hätte beilegen können.